Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Deluxe. Dieses Spiel ist ein Remake von Super Mario Bros. Und Super Mario Bros. The Lost Level. Am 1. März im Jahre 2000 wurde das Spiel in Japan veröffentlicht und in Europa am 1. Juli im Jahre 1999 und es ist ein Teil der Game Boy Color Spielereihe. Die Story ist immer noch dieselbe, auch wenn es ein Remake ist, aber dennoch gibt es einige coole Zusätze in diesem Spiel, wie zum Beispiel den Challenge-Modus. Da geht es hauptsächlich eigentlich nur um die Level, die uns bekannt sind, nur dort muss man zum Beispiel gewisse Sachen wie rote Münzen einsammeln, weswegen das Spiel ein wenig erschwert wird. Okay, mein erster Eindruck von dem Spiel. Also, das Spielbild ist näher als das Originale. Ich bin der Meinung, dass man im originalen Spiel mehr Überblick über das Level hat als hier. Mir scheint das Bild ein wenig zu nah zu sein, aber wie bereits erwähnt, das ist ja ein Spiel für den Game Boy Color. Daher muss man ja auch Rücksicht auf das Display vom Game Boy Color nehmen. Okay, da wurde ich schon von so einem Goomba getroffen. Hier müsste doch ein Pilz sein. Ah, auch wenn das ein Remake ist, die versteckten Items sind immer noch dort, wo sie normalerweise immer waren. Ja, die Story. Bowser hat das Königreich, hat das Pilzkönigreich überfallen und hat halt die Bewohner in Blöcke oder Bäume verwandelt. Und die einzige Person, die das wiederum rückgängig machen kann, ist Prinzessin Peach. Und aus diesem Grund hat auch Bowser sie entführt. Ein schlauer Schurke, würde ich mal so sagen. Ja, und die Level sind ziemlich dieselben geblieben. Ich hatte gedacht, ich mache erstmal wieder 4 Parts. Also, in jedem Part gibt es 2 Welten, die wir gemeinsam durchzocken. Und wenn wir dann mit den 4 Parts fertig sind, wollte ich sehr gerne mal mich an die Herausforderung ranmachen. Und zwar nach den roten Münzen zum Beispiel suchen. Aber hier gibt es noch andere zusätzliche Dinge. Aber da habe ich wiederum ein kleines Problem, da ich jetzt nicht am Game Boy Color spiele und auch nicht mit einem Kumpel zocke. Es ist so, dass ich zum Beispiel nicht an Link-Spielen teilnehmen kann. Jemand hat seinen Game Boy Color und der andere auch und beide spielen halt gewisse Level zusammen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werden auf jeden Fall die Story durchmachen und auf jeden Fall an der Herausforderung teilnehmen. Wir könnten auch gemeinsam daraus ein Tutorial machen, so mäßig in welchem Level oder beziehungsweise wo in jedem Level befinden sich die 5 rote Münzen. Weil wir müssen später 5 rote Münzen sammeln, dann haben wir das auch erfolgreich geschafft. Man kann auch nach den Punkten gehen, also angenommen ein Level fordert 30 Punkte oder mehr, dann hast du halt den neuen Rekord aufgestellt. Das können wir auch machen, aber da denke ich wiederum, das könnte dann wirklich viel zu lange dauern, die ganze Zeit hier Blöcke zum Beispiel kaputt machen, weil dafür bekommt man ja auch relativ Punkte und wenn man viele kaputt macht, dann steigt ordentlich der Punktestand auf dem Konto. Daher habe ich gedacht, ich konzentriere mich erstmal nur auf die Story und auf die roten Münzen, weil das wird auch wiederum viel sein. Und da ich das Spiel auch wiederum zum ersten Mal spiele, gibt es bestimmt Sachen, die ich vergessen habe. Hoffentlich erkennen wir sie dann sofort später, wenn es soweit ist. Weil es kann ja sein, dass hier noch gewisse Bonussachen sind, von denen ich jetzt gerade nichts weiß. Die würde ich auch gerne dann spielen. Weil ihr kennt das ja, wenn man am Anfang das Spiel anmacht, dann gibt es doch manchmal so eine Demonstration. Und da habe ich halt gesehen, wie Luigi und Mario zusammenspielen. Ich dachte mir, geil, was ist das denn? Und da ich mir nicht so sicher bin, was das jetzt ist, will ich jetzt nicht so viel darüber reden, aber das einmal erwähnt haben. Geil, das Spiel erweckt auf jeden Fall Kindheitserinnerungen. Ich habe ja schon mal zu diesem Spiel einen Let's Play gemacht. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Oktober. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das Video heute anschaue, frage ich mich nur, was habe ich mir da gedacht? Alleine schon, wie ich mit im Intro anfange. Hey, hier ist Kancha. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Für das NES. Ich habe so leise und so, keine Ahnung, anders gesprochen, als ich es jetzt tue. Okay, das habe ich auch mit dem iPhone aufgenommen, ne? Ich habe halt mir solche Boxen genommen und auf diese Boxen habe ich mein iPhone draufgetan. Und habe
mein NES Mini mit dem Monitor angeschlossen, also Rechnermonitor, und habe das einfach aufgenommen. Oh, verdammt. Ich bin fast einfach so losgesprungen, ohne auf das Gerüst raufzukommen. Ja, was ich noch hier cool finde, ist in dem Spiel, es gibt viele Sachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach oben drücken, dann können wir die Perspektive ändern. Wenn wir nach unten drücken, wieder auch. Und was noch cool ist, im originalen Spiel ist das ja so, dass man nicht mehr zurückgehen konnte. Hier kann man das. Jetzt auch nicht wieder zum Anfang, aber einige Schritte nach hinten geht auf jeden Fall klar. Das finde ich wiederum cool. Noch eine coole Erweiterung ist, dass man eine Übersichtskarte hat. Ist da die Fahne? Ja. Dass man eine Übersichtskarte hat. Auf der Übersichtskarte kann man halt sehen, in welchem Level man gerade ist oder wie viele man noch vor sich hat. So. Jetzt könnte der eine oder andere sich fragen, yo Kancha, wie kann man mit Luigi spielen? Das geht einfach. Man muss einfach nur auf Select drücken und tada, da ist Luigi. Ah, die Animation, stimmt, die Animation hat sich auch in diesem Spiel verändert. Zum Beispiel im originalen Spiel, da hat sich das Feuer nicht bewegt. Das sah eher aus wie ein Poster im Hintergrund einfach. Aber hier in dem Spiel ist es anders. Und Luigi hat jetzt auch seine eigene Erscheinung, wenn er zum Beispiel die Feuerblume hat. Eieieiei, das war richtig schlecht getroffen. Ja, stimmt, ich darf das nicht vergessen. Sobald man einmal getroffen wird, egal ob man... okay, die beste Form ist ja die Feuerform. Man wird sofort in die kleinste Form geschrumpft, wenn man einmal getroffen wird. So, wie mache ich das jetzt? Wartet mal. Noch einmal schießt er, oder? Eins. Auf da und rauf. Und fertig. Auch ein Bowser. Yeah, das Toad. Thank you, Luigi. But our princess is in another castle. Oh, schon wieder? Einmal auf das Schloss stampfen. Oh Mann. Ich bin gerade auf das Wort nicht gekommen. Und ja, genau. Dazu hatte ich ja schon mal ein LP aufgenommen. Zwischendurch war das Bild leider zu schief. Und daher dachte ich mir, hey, das passt doch gut, dass ich jetzt nochmal dazu ein Spiel aufnehme. Und ich glaube, das wird jetzt auch nicht das letzte Mal, dass ich zu diesem Spiel ein Let's Play mache. Ey! Weil es gibt ja ein weiteres Remake dazu für das SNES. Das will ich auch noch einmal gerne spielen, Leute, weil die Grafik wurde für das Super Nintendo Entertainment System angepasst. Und ihr kennt ja selbst den Unterschied zwischen dem NES und dem SNES. Da liegen echt Welten. Zum Beispiel, wenn ihr wollt, könnt ihr auf meine Playlist einmal rumschauen. Ich habe da einmal eine Let's Play-Reihe zu Super Mario Bros. Und Super Mario World für das SNES. Dazu habe ich auch schon mal eine Aufnahme gemacht. Da könnt ihr mal den Mario von Super Mario World mit den Super Mario von Super Mario Bros. Einmal vergleichen. Da liegen Welten. Ich glaube, einige von euch kennen ja gewisse Glitches wie die Minuswelt. Das wurde halt in diesem Spiel entfernt. Aber ich muss auf das Bild ein wenig klarkommen, weil es ist ein wenig, naja, ich will nicht sagen zu nah, aber auf jeden Fall etwas näher als gewohnt. Aber wie das Wort schon sagt, gewohnt ist auch eine Gewohnheitssache hier. So, jetzt kriegen wir nur noch eine Münze. Upsa. Ja, die ersten Welten sind ziemlich einfach, aber irgendwann geht es ziemlich ab. Kennt ihr überhaupt das Spiel? Bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber habt ihr selbst dieses Spiel gespielt? Wenn ja, gibt es gewisse Sachen, die ich vielleicht jetzt vergessen habe zu sagen. Also wichtige Sachen wie gewisse Spielfunktionen. Wenn ja, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare rein, weil dann profitiert erstmal jeder Zuschauer davon oder jede Zuschauerin und ich würde das dann in meinen Let's Plays ergänzen. Also damit meine ich, dass ich dann dazu auch noch Parts aufnehmen würde. Also ich kenne jetzt die folgenden Sachen. Die Story, das was wir jetzt machen, dann noch einmal die Herausforderung. Also die Story, dieselbe Story, nur halt mit den roten Münzen.
Und halt, dass man per Link-Kabel mit Freunden, Kollegen oder Spielern zocken kann. Das werden wir, glaube ich, leider nicht machen können hier. Oder können schon, aber nicht machen, eher gesagt. Cheap Cheeps, ey! Stimmt, ich glaube, es gibt auch Cheap Cheeps, die jetzt eine graue Farbe haben, so wie wir die jetzt gesehen haben. Und ja, oh, ich habe fast die Feuerform verloren. Schön, ein weiteres Up. Ja, das ist gut, weil... Ey! Ach man, das ist wiederum schlecht. Ja, im ersten Let's Play hatte ich sehr wenige Leben am Start, weswegen es ein wenig schwierig war für mich im letzten Part, aber ich habe es dennoch hingekriegt mit dem letzten Leben, Leute, in der kleinen Form. Das war zu psycho. Ah, ich sollte mal ein wenig wieder mit Mario spielen. Ich finde auch die Farbe von Luigi ist auf jeden Fall schön ausgesucht. Sie sticht auch raus. Also ist ein, ja, ist echt ein schönes Design. Design. Okay, da ist Mario. Ja, die Farben wirken auf mich ein wenig frecher. Wisst ihr, was ich meine? Oh nee, diesen Level mag ich überhaupt nicht. Ich kann das gar nicht ab. Ich mag das einfach nicht. Diese Fische, ey. Oh, wow. Und das mit der Herausforderung, das hatte ich mir so vorgestellt gehabt, dass ich das mal immer so zwischendurch mache. Also, ich konzentriere mich jetzt auf diese vier Parts. Nein! Na, was soll's. Der Fisch hat mich ein wenig nervös gemacht. Ich konzentriere mich erstmal auf die vier Parts. Und die Sache mit den Herausforderungen, das würde ich dann immer so zwischendurch machen. So. Weil ich wollte jetzt noch andere LPs aufnehmen, worauf ich mich eigentlich etwas stärker konzentrieren wollte. Damit den Pilz, bevor ein Fisch kommt. Und diese Sache würde ich dann als Fun-Effekt oder nebenbei so eine kleine Abwechslung dann auf meinem Kanal hochladen. Weil ich glaube, das werden dann wiederum sehr viele Parts. Nein, ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Naja, dieses Spiel hat ja 32 Level. Das bedeutet... Nein! Ey, das kann es nicht sein. Ich kann doch nicht so unnötig einfach Ups verlieren. Okay, nochmal. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Mann, Cheap Cheeps haben mich voll verwirrt. Uiuiui, das meine ich. Manchmal kann man sie treffen, manchmal aber auch nicht. Ja genau, dieses Spiel hat ja 32 Level. Das bedeutet, nachdem wir mit der Story fertig sind, werden wir nochmal jedes Level einzeln spielen und halt dort die roten Münzen suchen. Und ich weiß nicht, ob ich das immer gleich schaffen werde, aber ich habe nicht vor, jetzt pro Level ein Video zu machen. Vielleicht brauche ich nur 2-3 Minuten und jetzt nur ein einzelnes Video dazu. Da das 32 Level sind, würde ich mal sagen, dass ich vielleicht pro Part 4 bis 8 Level, ne 4 ist okay, glaube ich, pro Part 4 Level dann aufnehme. Das sind dann 8 Parts. Mal schauen, Leute, mal schauen. Wie gesagt, dieses Spiel ist auch ein wenig neu für mich. Also, für den Game Boy Color hatte ich das damals nicht. Okay. Auf da. Ach, das ist schon der letzte Level. Das ging schnell. Aber hoffentlich ist das Video einigermaßen okay. Also so, dass man sich das anschauen kann. Ey, yo. Nein. Nein. Ey, okay, jetzt kann ich durchlaufen. Jetzt kann ich durchlaufen. Das ist wiederum die coole Sache, wenn man in der großen Form ist und irgendwie einmal kurz getroffen wird und dann schrumpft, dann ist man ein wenig unsichtbar. Und da kann man halt diese Gelegenheit kann man dazu ausnutzen, einfach durchzuspeeden. Okay, Leute. Das war's dann mit der zweiten Welt und wir sind angekommen in der dritten Welt. Ich würde mal sagen, hier machen wir einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao, Leute.